So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zur allzeit vermissten Hofrunde auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir haben mittlerweile sehr viele Abonnenten, aber ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin abonniert, teilt, liked und alles, was dazugehört. Denn Support ist kein Mord und das bringt uns voran und so macht das wieder ein bisschen mehr Spaß hier alles, ne? Das macht eigentlich Spaß, aber ja. Erik hat, glaube ich, heute nicht so Spaß. Doch. Ja? Ganz entspannt auf den Sonntag haben wir ein paar Sachen abgearbeitet. Vielen Dank, Erik, an dieser Stelle. Frau Gerne. Kamera, mache ich das dann mit Absicht. Danke sagen. Ne? Nein, Erik und ich haben uns ein bisschen zusammengesetzt, haben ein paar Sachen abgearbeitet, die wir schon länger auf der Liste standen. Und ich habe auch einen richtig coolen Vorschlag gebracht. Und Erik, erstaunlicherweise, Erik, der Kritiker, der, wie nennt man das, wenn man sehr kritisch ist? Es gibt so einen Begriff, aber also, du bist ja sehr perfektionistisch, penibel, kritisch. Ja, kam dann als Antwort, ne? Ja. Hat sich gut angehört. Und das freut mich dann umso mehr, weil ich höre, also Erik, sein Rat und seine Meinung ist bei mir sehr viel wert. Das freut mich sehr zu hören. Na? Und ja, wir drehen jetzt eine Hofrunde. Wir haben einmal alles gedreht hier quasi. Also wirklich haben alles gedreht. Wir haben jetzt auch ein paar Wochen lang kein Videos gedreht. Letzte Woche kam ja das mit dem C63 raus. Der steht übrigens da. Nachfrage gab es jetzt auch schon ein, zwei Interessenten. Aber ja, ich denke mal, ein bisschen Zeit muss man da mitbringen bei so einem Fahrzeug. Wie gesagt, ist ein seltener 507er Edition. Deutsches Fahrzeug, ganz wichtig. 111 gelaufen. Kilometer sind nachweisbar. Und Fahrzeug ist aus dritter Hand. Also da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts zu beanstanden. Dann noch bei dem Preis. Also es wird eigentlich unkompliziert und schnell laufen. Ich hoffe jetzt nicht so 3 Monate später. Wir haben noch von derselben Problematik. Nein. S3 habe ich wirklich sehr wenig Nachfrage drauf. Ich hatte einen sehr ernsthaften Interessenten. Das ist wieder so ein Thema Kundenstory, wo man sich echt fragt, wo die Werte verloren gegangen sind. Ja? Wir haben da wirklich ein paar Tage lang Kontakt hin und her gehabt. Wirklich, also mehrere Tage hin und her und tralala, alles am Abklären. Ich will das Auto sofort mitnehmen, wie kann man das machen, Finanzierung etc., Fahrzeug in Zahlungnahme. Alles fair und sauber besprochen, vorgestellt. Und dann haben wir auch noch die Finanzierung eingereicht an einem Mittwoch. Freitag wollte er dann kommen, wir haben beziehungsweise alles so unverbindlich, kann man das ja schon anfragen und abarbeiten. Ergebnis war natürlich angenommen, sehr gut, positiv. Und habe ich halt gesagt, pass auf, wenn du das Fahrzeug mitnehmen möchtest, wir haben noch keinen Vertrag, wir haben nichts, ich brauche eine kleine Anzahlung, ich mache den TÜV neu. Bremse vorne muss neu und ich glaube Inspektion, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall alles, was wir fertig haben. Kurzer Kennzeichen organisiere ich ihm dann noch und so weiter und so fort. Ja, also ich sage, ich will nur eine kleine Anzahlung von 200, 300, 400 Euro, weil ich muss ja auch irgendwas in der Hand haben. Ja? Ja, klar, kriegen wir hin PayPal oder Banküberweisung? Ich sage Banküberweisung. Okay, schick mir dann nur ein Foto vom Beleg und fertig. 10 Minuten später, wird doch nichts, aber ein altes Auto hat einen Wildunfall jetzt gehabt. Also sein Vater ist das Fahrzeug gefahren, hat einen Wildschaden gehabt. Das Fahrzeug war bei Kleinanzeigen inseriert, es war noch 2 Wochen später immer noch bei Kleinanzeigen inseriert. Also ich frage mich einfach, sag du einfach, ey, ich habe es mir gerade anders überlegt, ich habe ein komisches Bauchgefühl, ich habe ein besseres Angebot gefunden oder ein anderes Angebot oder keine Ahnung. Ne? Wobei ich glaube, es ist mit der günstigste Audi S3, 114 gelaufen, wirklich auch sehr sauber. Klar, jetzt nicht die krasseste Ausstattung, aber wirklich sehr gepflegt, macht einen guten Eindruck. Passt eigentlich. Aber gut, wie gesagt, eine Zahlungnahme hatte ich auch fair berechnet. Meiner Meinung nach, er kam damit auch zurecht und fertig. Ja gut, auf jeden Fall haben wir hier noch ein Skoda Octavia S. Aber soll ich jetzt erstmal erwähnen, was wir verkauft haben? Wir haben nach knapp 2 Monaten, was meiner Meinung nach sehr stark ist, den Audi SQ5 verkauft, der da stand. Da habe ich auch ein separates Video gemacht. Das Fahrzeug hatte keine 19.000 Kilometer gelaufen. War aus 2019, war wirklich sehr gepflegt. Und der große Vorteil, beziehungsweise heißt Vorteil, positiv bei dem Fahrzeug, was sehr herausgestochen hat, ist, es war ein deutsches Fahrzeug. Die meisten SQ5 Benziner sind Reimporte aus den USA. Und meistens natürlich dann auch mit reparierten Unfallschäden. Und wir haben jetzt hier wirklich ein sehr sauberes Fahrzeug. Das war auch sehr lustig. Schöne Grüße an Victor an dieser Stelle, der Käufer dieses Fahrzeugs. Der hat danach auch angefangen, meine Videos zu gucken. War an einem Sonntag hier und wir haben wirklich 3 Stunden hier miteinander die Zeit verbracht. Kaffee getrunken, das Fahrzeug angeschaut gemeinsam, eine Probefahrt gemacht. Alles in allem hat das knapp 3 Stunden gedauert.
Gab auch eine Zahlungnahme, die zeige ich euch gleich. Da gehe ich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, ist jetzt auch fleißiger Abonnent und YouTube-Videoschauer. Hat wirklich am selben Abend, ey, ich gucke gerade das Video, ich gucke gerade das Video, ich gucke gerade das Video. Wie gesagt, 3 Stunden. Danach haben wir noch den Suzuki Grand Vitara ausgeliefert. Das war auch 2 Stunden von hier knapp entfernt. Und eigentlich wollte ich noch weiter runter nach Bayern fahren. Aber das wurde mir dann alles zu spät. Weil, wie gesagt, dieser Termin hat 3 Stunden gedauert. Aber wie es manchmal das Schicksal so will, hat das alles schon so seine Richtigkeit gehabt. Ne? Auch, dass ich nicht weiter runtergefahren bin, wir das Fahrzeug noch ausgeliefert haben, zurück sind und fertig, Feierabend. Muss ja auch irgendwann mal sein. Ne? Also, wie gesagt, Audi SQ5 verkauft und jetzt gerade ganz frisch den Ford, was heißt jetzt ganz frisch, also vor 2 Wochen knapp den Ford Focus RS verkauft. Da muss ich euch mal was zeigen. Soll ich das mal hier kurz zeigen oder willst du Ja. die Instagram-Story einblenden? Nee, zeig hier jetzt. Ja? Ja. Moment, ansonsten, ihr könnt es auch mal auf Instagram folgen, da bin ich eigentlich mehr up to date, auch weil ja so viele, da gibt es da einen, der, weiß ich nicht, der hat so ein Audi als Profilbild, der lässt dann immer stunkfrei, dass die nicht geschraubt wird. Leute, ich bin kein, das ist kein Schrauberkanal. Ich bin kein Projektekanal, wie die anderen YouTuber oder viele andere YouTuber, die das machen, ne? Ich bin Autohändler. So. Ich habe den Audi S4 ohne Motor da stehen. So, Motor habe ich besorgt, Steuerkette haben wir gewechselt, alles gemacht und getan, jetzt wird irgendwann eingebaut. Aber ich kann mich auf diese Reise nicht mitnehmen, weil das jetzt über ein Jahr gedauert hat. Einfach, weil ich keine Zeit habe. Ne? Ich bin hier kein, das ist hier kein Schrauberblockkanal, wie auch immer. Ne? Hier leben wir immer noch vom Autohandel. Ja, auf jeden Fall Ford Focus RS verkauft. Und nach dem Kauf, beziehungsweise nachdem er gesagt hat, er will das Auto haben, habe ich gesagt, pass auf, ich gebe dir noch was on top, du kriegst von mir nagelneue Reifen. Die Reifen waren noch okay, die waren schon ein bisschen alt. Die waren nur 5, 6 Jahre alt. Ich habe gesagt, willst du Sommer- oder Allwetterreifen? Ja, du, dann machen wir doch gleich Allwetterreifen auf. Ich sage, okay. Marke, egal, aber keine Billigreifen. Ich sage, okay, kriegst du. Ich habe ihn Hankook Allwetterreifen bestellt. Knapp 600 Euro. Dann meinte sie, pass auf, er wollte das Auto auch unbedingt haben. Das schnell abholen und alles, was er immer, wie immer halt, ne? Ich sage, okay, dann, pass auf, wenn ich es nicht schaffe, ist es eine Problematik für dich, wenn ich dir die Reifen einfach hinten reinschmeiße und du sie dann selber wechselst? Nein, gar kein Problem. Hauptsache, ich kann das Auto am Samstag abholen. Ich sage, okay. Reifen sind am Donnerstag gekommen oder Freitag. Wird die noch schnell aufgezogen. Einfach, um den Kunden eine Freude zu machen. Ich schicke ihm Fotos dann hier. Guck mal, nagelneue Hankook-Reifen. Pass auf, nicht wegen der Handynummer, ne? Übrigens auch ambitionierter YouTube-Zuschauer. Der hat auch das Video von dem Ford Focus erst geschaut. War auch ein Grund, warum er dann auch quasi vorbeigekommen ist. Er hat sowieso so ein Fahrzeug gesucht. Moin, grüß dich. Ich habe dir nagelneue Hankook Allwetterreifen draufgezogen. Pass auf. Das war seine Antwort darauf. Du, die alten würde ich trotzdem nehmen, wenn du sie jetzt nicht unbedingt brauchst, wenn du dich entsorgen musst. Die würde ich dann nehmen, Alter, die würde ich dann zum Abdriften nehmen, weißt du? Zum Runterjochen. Zum Runterjochen. Ich verkaufe einen Ford Focus RS mit über 400 PS. Und er sagt einfach, er will die alten Reifen runterdriften. Fand ich irgendwo auch ein bisschen lustig. Ich habe natürlich auch gesagt, hier, pass auf. Habe ich dann noch gesagt, wo das Auto abgeholt ist. Ja, pass auf. Alles schon gut, ich verstehe das. Man will mit so einem Auto auch testen, was es kann. Aber bitte, halt das im Rahmen. Achte nicht nur auf die Motortemperatur, sondern auch auf die Öltemperatur. Und Gewährleistung zählt auch zum Thema, wie man mit dem Fahrzeug umgeht. Also auch vorsichtig. Du kannst dich einfach ein Auto kaufen, Vollgas, keine Ahnung, Drifts machen ohne Ende, Donuts, das Auto bis am Limit bringen, also Kaltstart und Vollgas, all drum und dran. So funktioniert das Thema auch nicht. Ne? Er hat ein funktionstüchtiges Fahrzeug bekommen. Aber ich denke, er ist auch ganz zufrieden, er hat auch verstanden, wie ich das meine. Ich glaube, er hat auch, ich habe es auch ein bisschen überstrapaziert, seine Sprachnotiz. Habe es aber trotzdem mit Humor genommen, ne? Weil man muss auch ein bisschen lachen, wenn schon ein Auge lacht, ein Auge weint. Aber gut, Ford Focus RS auch verkauft, hat so 5, 6 Monate gestanden, hatte ich eigentlich auch einen besseren Anlauf erwartet, aber hatte unter anderem kein Winterpaket. Hat ihn zwar auch gestört, aber er fand ihn trotzdem gut. Er hat das Video gesehen, er hat gesagt, das Auto gefällt mir, das passt und ja, ist vernünftig. Genau, Skoda Octavia S, neu reingekommen mit, ich sag ja mal, ich glaube, er hat sich schon, du sagst immer, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Problem ist einfach, ich kann auch dieses Glaube im Nachhinein rausschneiden, nachdem ich geguckt habe. Wir haben hier 30 bis 40 Fahrzeuge im Bestand. Wenn ich jetzt aber sage, das Auto hat 120.000 gelaufen, dabei hat das Auto 130.000 gelaufen, dann stehe ich wieder da, dass ich keine Ahnung habe. So bleibe ich lieber ein bisschen in Unwissenheit. Die Fahrzeuge sind alle inseriert auf mobile.
Und da könnt ihr euch dann, falls jemand interessiert ist an den genauen Daten oder vielleicht sogar auch am Fahrzeug, ne, dann kann er das gerne auf unserer Homepage auch sehen, ne? Gut, der hat, aber wir gucken mal auf den Zettel. Der hat 98.000 gelaufen, ist aus 2018 und hat 245 PS. Es gibt die ja mit 230 und die 245er Version. Das Lustige ist, ich habe einen Golf 6 GTI gekauft. Der hat die originalen GTI-Räder drauf und der hat diese Räder hier drauf gehabt, die ihr jetzt gerade hier seht. Ne, die lagen noch hinten drin, tatsächlich. Die waren noch so on top. Ich denke mir so, okay, ja gut, lege ich zur Seite, ne? Eine Woche später kriege ich den Skoda Octavia S angeboten und dann sagen die zu mir, der war auf Winterfelge, Alufelge, ne? Dann sagen die zu mir, ich sage, ja, habt ihr doch die originale Felge? Nee. Ich sage, wie, nee? Ja, die haben wir verkauft. Ich sage, warum? Ja, wir dachten, sowieso, dass wir das Auto verkaufen und ja, haben wir auch die Felgen verkauft und ich sage, jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn man so ein Auto hat oder auch als Händler kaufen oder verkaufen, da will man die originale RS-Felge haben. Das gehört einfach zu so einem Auto dazu. Das ist wie wenn ich jetzt einen Golf 6 GTI hier hinstelle mit einer Stahlfelge. Oder, ne? Ist auch, sage ich ganz ehrlich, wie hier das Beispiel. Der Audi S3, bestes Beispiel. Da war auch keine originale Felge dabei, aber die habe ich liegen gehabt. Und ich fand dass die so am meisten drauf gepasst hat, auch die Meinung von Instagram-Zuschauern. Und deswegen haben wir sie drauf gemacht. Aber leider auch keine originale. Fände ich auch viel besser. Ist einfach so. Ja, aber wie es der Zufall so wollte, hatte ich ja im Golf 6 Kofferraum die Felge liegen. Da haben wir die drauf gemacht. Und das ist tatsächlich eine Skoda Octavia S-Felge. Das ist sogar eine originale Skoda-Felge. Lustigerweise. Obwohl der Golf 6 GTI Edition 35 auch so eine Felge drauf hat. Ja, wie gesagt, das ist der Neuzugang. Beziehungsweise die Instandhaltnahme vom SQ5. Ich schau mal kurz den Schlüssel, den muss ich auch zeigen. Oder will ich auch zeigen. Wie gesagt, den haben wir vom Victor gekauft. Der Victor hat jetzt auch ein paar Jahre gefahren. Ist wirklich. Also, wo das erstmal damit da war, war ich so ein bisschen hinterhergerissen. Limousine geht halt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, die A4 Limousine. Ist auch Ando der Meinung, ich war neulich wieder bei ihm und der ist auch der Meinung, dass so die A4 Limousine nicht so gut geht. Und ich habe ja auch schlechte Erfahrungen gemacht mit der weißen Limousine, aber gut, da lag es halt hauptsächlich an dem 3-Liter Dieselmotor. Wir haben jetzt hier einen 2-Liter Benziner, der muss 230 PS haben, muss, nicht aber, ich denke. Ja, aber der muss irgendwas mit 220, 230 PS haben. Das ist ein 2-Liter Benziner aus 2016, das Fahrzeug. Hat auch Keyless Go. Ne? LED-Scheinwerfer vorne. Jetzt habe ich den ziemlich weit Dingens. Aber wirklich, genau, der war da, das Auto war voll schmutzig so. Ne? Also, ja, ich wasche den dir aber nochmal und hier und das und jenes. Wir haben uns dann vorher schon geeinigt. Dann kam er halt mit dem Auto rum. Ich sage, okay, habe ich mir das angeguckt. Habe ich halt festgestellt, dass hinten rechts das Seitenteil mal nachlackiert wurde, davon wusste er nichts. Und da war er auch ein bisschen geschockt und sowas. Ne? War ja eigentlich auch eine ganz lustige Story, der gesamte Ablauf. Aber vielleicht können wir dazu ein separates Video machen. Muss ich erstmal Viktor fragen, ob er damit einverstanden ist, dass ich die Story so auf den Tisch haue. Aber hat am Ende gut geklappt und hat das Fahrzeug abgeholt, hat das hier stehen gelassen, dann war er auch gewaschen, hat er mir viel mehr gefallen. Da haben wir auch die originalen S-Line-Räder drauf gemacht. Sieht nochmal ganz anders aus. Ja, die waren auch mit dabei, zum Glück. Ja, was mich aber auch so ein bisschen. Gut, der hat das Blackline, also alles schön hier so in Schwarz. Ne? Optikpaket hat es, glaube ich, bei Audi. Auch der Kühlergrill vorne, der hat ein digitales Tacho. Kommst kurz rum, Erik? Der hat ein digitales Tacho. Teilleder, was ich auch mal ganz schön finde. Automatik, muss man auch anmerken. Gibt es auch oft als Schalter. Aber eine Sache stört mich. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich daran festhält. Der hat eine normale Klimaanlage, keine Klimaautomatik. Also du siehst ja wirklich die Zahlen. Normalerweise siehst du das nicht so analog. Normalerweise ist es dann halt so digital, ne? Aber der hat wirklich, in Anführungsstrichen, eine normale Klimaanlage. Schwarzer Dachhimmel, digitales Tacho. Ich glaube, der hat hier sogar den großen Tempomat drin. Was hat er noch? Wie gesagt, Keyless Go, Automatikgetriebe. Ein paar Käfer vorne und hinten, keine Kamera. Aber das hat mich echt irritiert. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass sich der ein, vielleicht, dass sich der ein oder andere daran stört. Es gibt ja immer so die Technik-Freaks und dieses Ausstattungs-Verrückte, so, ne? Aber er hat auch einen Start-Stopp-Knopf. Gut, das haben die alle. Ich glaube, den gibt es gar nicht mit Schlüssel. Also, ne? Aber schick. Hat mir dann im Nachhinein wirklich, gefällt mir immer mehr. Kommen noch Kennzeichen dran, noch ein paar Bilder und dann muss der ins Internet. T6 habe ich jetzt eine Anfrage drauf, da muss ich mal schauen, was daraus wird. Und ein Highlight für mich persönlich, dieser Golf 7.
Golf 7, die Farbe nennt sich Faunengrün. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera, aber ich finde, das ist eine mega geile Farbe. Ja, richtig schöne Farbe. Es wird sogar vielleicht, ich bin am Überlegen, ob das mein neuer Daily wird. Ne, ist ein 1,4er TSI mit 150 PS, Automatik, Benziner. Hat sogar, ich zeige euch mal den von innen, der hat die LED-Scheinwerfer, der hat eine Rückfahrkamera, der hat auch Keyless Go. Und schaut euch mal von innen an. So Alcantara-Sportsitze-mäßig. Mit Massagesitzfunktion, ne? Digitales Tacho, da ist schon das Facelift-Modell mit dem großen Bildschirm. Abstandstempomat. Ich glaube, der hat sogar Totwinkelassistent. Also richtig schön. Das Einzige, was hier fehlt, ist ein Panoramadach. Ansonsten hat er wirklich mal alles drin. Hat er tatsächlich alles drin. Hat eine schöne Felge drauf. Ich glaube, das ist die vom Airline. Spurverbreiterung. Also für mich persönlich, wenn das jetzt ein GTI wäre oder ein GTD, hätte ich den schon angemeldet. Ehrlich, also genau sowas hatte ich eigentlich gesucht vor dem Porsche als Alltagsauto, ne? Der Porsche war ja ein bisschen so Zufall. Ja, der hat auch Abstandstempomat. Richtig schönes Auto. Vor allem die Farbe. Faunengrün. Highline-Ausstattung. Mega. Reicht doch vollkommen aus. So. Also schon hier mit Standheizung und allem drum und dran. Wir drehen ja danach noch ein Video, so ein kleines, ich sag jetzt mal, Vorstellungsvideo für den Kanal. Eventuell auch so für, wie nennt man das? Produktplacements, denn wir haben tatsächlich, das werde ich jetzt aber noch nicht groß drauf eingehen, aber schon mal zeigen. Ich habe von dieser Firma, ich zeige es einfach mal, ich kriege dafür jetzt kein Geld, ne, aber ich habe dieses Produkt geschenkt bekommen. Dass ich das mal vorstelle und dass ich halt vielleicht, ich habe da gesagt, wenn will ich langfristige Kooperation, ne? Weil ich habe sowieso von diesem Hersteller ein, so ein Auslesegerät und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Ist sogar ein bisschen besser wie das hier, was sie mir jetzt zugeschickt haben und größer. Aber damit komme ich ganz gut klar. Und wie gesagt, das ist jetzt kostenlose Werbung. Aber es ist Werbung, aber die haben mir das Teil geschenkt. Und das sind jetzt so die ersten, die auf mich zugekommen sind. Ja. Und ich denke, da kann man das auch mal ruhig in die Kamera halten, ne? Safe. So. Weil Support ist kein Mord. Man muss ja nicht immer Geld dafür kriegen. Wie die ganzen anderen Geier, ne? Ist doch so. Ja. Diese YouTube-Szene ist schon eklig. Sag ich dir ehrlich. Sag ich dir ehrlich. Also. Wird mir immer unsympathischer. Du siehst alles so auf krampfhaft, machen Videos zusammen. Glaub mir, ne, wenn ich auch so in kurzer Zeit 100.000 Videos, 100.000 Abonnenten geknackt hätte, glaub mir, wären voll viele auf mich Ja, zugekommen. safe. Das ist alles nur Klicks und Geld, ne? Viele verdienen doch gar nicht durch ihren tägliches, durch ihren Job, durch den normalen Job hinter der Kamera ihr tägliches Brot, weißt du? So, dann geiern die nur danach, wer hat mehr Klicks, wer hat mehr Abonnenten, kann man sich ein bisschen mit dem so ein auf den machen. Ne? Oder wie siehst du das? Safe, also Ist doch fair. so. Ich meine, ich kenne die meisten gar nicht persönlich, Ja. aber diesen Eindruck, was man schon hat, und ich sage euch ganz ehrlich, so ein bisschen Menschenkenntnis habe ich. Ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren selbstständig. Ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht. Von da an habe ich mich selber quasi gesteigert, Wirtschaft 2 Jahre für einen Realschulabschluss. Da war ich noch, habe ich noch ein Jahr Sozialpflege gemacht, da war ich im Krankenhaus 8 Wochen als Pfleger. Dann nur mal so eine Kurzfassung, da war ich noch beim Bund, Grundwehrdienst. Dann, was noch, habe ich noch ein Jahr quasi nichts gemacht, aber geguckt, was ich machen kann, um es so zu sagen, aber nichts Illegales. Dann habe ich als Dachdecker gearbeitet, nee, habe ich mein Fach, war denn die Reihenfolge? Eine Ausbildung gemacht auf dem Bau zum Rollladen und Sonnenschutzmechatroniker. Da war die Schule in Gelsenkirchen, meine Schule quasi, ne? Also so 200 bis 300 Kilometer entfernt von hier. Und da habe ich auch 12 bis 14 Wochen im Jahr verbracht für die Schule. Und bei einem Gehalt von um die 300 Euro. Danach habe ich als Dachdecker gearbeitet. Nee, habe eine Ausbildung angefangen als Automobilkaufmann. Bei einem kleineren Gebrauchtwagenhändler. Meisterbetrieb. Da war ich der Einzige, der quasi von sowas um die Ecke kam in die Schule, in die Berufsschule. Aber nach ein paar Tagen wollten die mich als Klassensprecher und dann als Schulsprecher am liebsten haben. So, ne? Ja, weil du bringst ja so ein bisschen was mit aus dem Leben. Ja. Und ja, habe ich dann leider was heißt leider, hat sich halt so gefügt, dass ich nach 3, 4 Monaten abgebrochen habe, haben wir uns beide geeinigt, dass wir, ne? Und dann bin ich als Dachdecker losgegangen quasi. Ja? Und nebenbei habe ich mich dann angefangen, selbstständig zu machen mit dem Autohandel. Aber dazu später im nächsten Video mehr.
Und ich denke, ich kann mir anmaßen, da ich so ein bisschen Menschenkenntnis habe. Und für mich ist das meiste alles gespielt. Ja. Charakterlich, sowie auch was dahinter steht, das meiste ist alles gespielt. Der gewinnt halt der, der die spannendste Geschichte hat irgendwie. Nein, nein, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass jeder so die beste Seite von sich zeigen will. Ja, natürlich. So dieses nette Liebe, so weißt du. Ja. Ja, und ich bin ja eigentlich so, aber wenn das dann so ist, dann fahre ich auch aus der Haut. Und keine Ahnung, so eine Schauspielerei alles irgendwie. Keine Ahnung. So geschauspielt einfach. Das ist alles, 90% ist Schauspielerei. Ich finde, für mich ist das nicht der Sinn, wenn ich YouTube-Videos mache, dass ich irgendwas schauspiele. Ja. Oder? Eigentlich nicht. Also. Es sei denn, man macht mit mehreren Leuten irgendwie so ein Konzept und tralala, ne? Oder man dreht einen Film. Ja. Oder eine Serie. Dann kann man schauspielen, aber das ist doch YouTube-Video, Alter. Man ist ja auch so ein bisschen, man zeigt sich ja als Typ, als Mensch, als Charakter. Ne? Und was man hier macht. Safe. Das wäre wie wenn ich sagen würde, keine Ahnung. Wenn ich jetzt diese Autos nicht mehr zeigen würde, schwind mal rüber. Weil ich jetzt in einem Autohaus bin, Gott sei Dank, weil ich einen SQ5 verkauft habe, weil ich jetzt da drinnen einen C63 habe, 507 Edition, einen T6 Multivan, also richtig schöne Autos stehen habe und dass ich jetzt einfach diese Seite zum Beispiel nicht mehr zeigen würde. Oder auch, was gut läuft oder was schlecht läuft, keine Ahnung. Manche wollen ja nur das Schlechte zeigen, weil das ja Klicks bringt. Manche wollen nur das Positive zeigen, weil sie zeigen, wie gut sie einen Job machen. Keine Ahnung, ganz komisch. Keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Ich habe auch Fehler gemacht, ich habe einen Golf 5 gekauft, aber dazu auch später in einem anderen Video, habe ich auch Fehler gemacht, einen GTI. Ne? Aber gut, ist halt einfach so. Und ich mache das auch nicht mit Absicht. Aber wir haben den Opel Adam verkauft und den Renault Twingo im Paket. Nach Portugal gehen die beiden Fahrzeuge. Ne? Inshallah. Ja, tatsächlich hat jemand gekauft aus Portugal, beide Fahrzeuge gleichzeitig. Das ist aber auch immer so ein komisches Spiel. Ne? Man schickt die Rechnung raus, man wartet, bis sie überweisen, dann zögert sich das immer alles hinaus. Aber hat geklappt. Wir haben einen A6, wie wir schon gezeigt haben, mit 260.000 oder 264.000. Limousine, 3 Liter Diesel. Da gab es schon ein Video zu, also alles gut. Wir haben hier einen Passat aus 2014, Benzin und Gas, Erdgas. Ne? Aber da brauche ich jetzt auch nicht weiter drauf einzugehen. Ford Fiesta. Opel Astra J, ich hatte weniger in dieser Preisklasse aktuell, deswegen habe ich den auch reingekauft. Muss halt noch gewaschen werden, ein paar Bilder. Aber ansonsten ist er ganz gut, 130.000 gelaufen, gut ausgestattet, Lenkradheizung, Sitzheizung. Ja, eigentlich ganz schick ausgestattet. Und ein kompaktes Fahrzeug. Hier haben wir Renault Twingo, den weißen, haben wir jetzt auch verkauft, der hat auch lange gestanden. Der geht nach Italien. Also wir haben wirklich ein, zwei, drei Kleinwagen, die meiner Meinung nach, die man noch gut auf dem deutschen Markt hätte verkaufen können, in Export verkauft. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich meine, bei den Twingos hatte ich viel Anfragen aus Italien. Ne? Aber hat irgendwie immer nicht geklappt. Und da, der hat jetzt zugeschlagen, was ja auch so krass ist mittlerweile, verdienen die Händler aus dem Ausland von beiden Seiten. Der hat das Fahrzeug jetzt quasi vermittelt und verkauft. Ne, für einen Händler in Italien, oder ich glaube, das ist auch ein Händler, kriegt dann von ihm quasi eine Provision und stellt mir jetzt auch eine Rechnung für Provision. Ja, das ist so ein Mittelsmann quasi, der aber von beiden Seiten abkassieren will. Habe ich jetzt auch schon immer mehr. Ich habe damals bei einem Golf 6, der geht nach Polen, da hat er auch gesagt, der möchte von mir eine Provision noch haben. Weil er sagt, die Kunden, die Klienten, die haben, weil die arbeiten ja mittlerweile immer mehr so. Also der Export ist ja nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Mittlerweile suchen die sich schon wirklich ihre Fahrzeuge aus oder halt speziell für Kunden. Früher sind die hier vorgefahren, haben die Autos aufgeladen und sind nach Hause gefahren, haben die verkauft. Das ist nicht mehr, das ist wirklich so ein bisschen schwerer geworden. Aber dadurch, finde ich, ergibt sich auch die Möglichkeit, dass man wirklich auch mal teure Fahrzeuge mehr verkauft. Ne, weil die haben das auch mal natürlich auch versucht, nur billig, billig, billig rüberbringen und dann halt gewinnbringend zu verkaufen. Ne, was ja auch okay ist, das gehört ja als Geschäft. Ne, aber mittlerweile kaufen die halt auch und können halt auch nicht mehr so viel handeln oder den Preis kaputt machen, weil die halt die Autos haben wollen für ihre Kunden. Oder der Kunde drängt. Ne? Aber die schreiben einfach beiden Seiten eine Rechnung. Aber hätte ich nicht gerechnet, dass du dir dann auch eine Rechnung hast. Ja, ja, habe ich in letzter Zeit jetzt schon 2-3 Mal erlebt. Eigentlich sollten die das ja in ihrer Marge da richtig kalkulieren. Ja, aber ich kann die auch verstehen. Sorry, ich unterbreche, aber ich kann ja verstehen. Ich sage ja auch zu meinen Kunden oder jemand, der mir sagt, jetzt kannst du bitte so ein Auto suchen. Sage ich auch, such selber. Ne? Aber warte, wir gehen gleich eine Sache noch.
wie gesagt, 3 Autos in Export. Ich wollte eigentlich noch so eine Anekdote an Oma Auto Export machen, dass wir ihn vielleicht sogar anrufen, dass wir jetzt Konkurrenz machen werden im Exportgeschäft. Aber wir haben immer keine Zeit für Spaß, ne? Wenig. Wir rufen die an, wenn wir drin sind. Ich habe noch nie Kontakt zu ihm gehabt, aber wir rufen jetzt an. Wie gesagt, wir haben 3 Autos in Export verkauft, haben wir Auto Export, wir sind jetzt im Kommen. Also sonst hat sich nichts weiter viel getan, glaube ich. Ich kann gleich mal gucken, was wir verkauft haben, aber ja, den Seat Leon haben wir noch reinbekommen. Ist ein 2 Liter Diesel mit 179 PS oder so in dem Dreh. Ist die große Maschine davon, hat 107 gelaufen, digitales Tacho, 2018, schönes Auto. Was wollte ich gerade erzählen mit den, genau. Guck mal, wenn jetzt Erik, du kommst zu mir und sagst, Ahmed, ich will gerne einen Porsche Taycan. Erik, ich weiß, du willst gerne einen Porsche Taycan. Ich weiß. Aber du sagst, Ahmed, ich habe jetzt auch die finanziellen Mittel, ne? Also ich bin liquide, ich möchte so ein Ding kaufen. Alles klar, Erik, ich weiß, du bist auch fleißig, du bist ein Hustler. Ich weiß, dass du die finanziellen Mittel hast, weil du bist ein Kämpfer. Du bist ein Arbeitstier. Und dann sagst du, ja, aber kannst du mir einen suchen? Dann sag ich, Erik, welche Farbe, wie viel Kilometer, welche Ausstattung etc. Also was ist so deine Grenze, was willst du ausgeben? Dann sagst du mir so, oder ja, suchen welche raus. Ich sage, nein, Erik, setzt du dich mit deinem Rechner, such dir selber welche raus, schick sie mir zu und ich schaue drüber. Ich kann doch gerne helfen bei der Abwicklung, ich rufe den Händler an oder Privatperson, wir fahren gemeinsam hin, Probefahrt, ich kann einfach mal mein geschultes Auge drüber werfen, ich helfe gerne. Aber ich kann nicht für dich speziell Autos suchen. Wenn ich mich damit beschäftige, die Autos rauszusuchen, die zuzuschicken, vergeht so viel Zeit, bis du eine Entscheidung treffen wirst, weil es wird meistens sein, vielleicht findest du noch einen günstigeren. Vielleicht findest du noch einen mit einer hellen Ausstattung. Ja, aber das ist ja klar, dann beauftrage ich dich ja und bezahle dich dafür. Das ist ja klar, aber du gehst doch jetzt nicht zu dem Typen, von dem wir dann das Auto kaufen, hin und sagst, du gibst mir noch mal Geld dafür, dass ich bei dir gekauft habe. Moment, ganz kurz. Zu dem Punkt kommen wir gleich. Okay. Immer mit der Ruhe, Erik. So, jetzt sitze ich aber mehrere Tage, Stunden, Nächte daran, dir ein Auto zu finden. Dann sage ich aber schon von vornherein, Erik, such selber. Ja. Weil ich kann nicht für dich individuell entscheiden, was deinen Geschmack betrifft. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du aber was findest, dann siehst du auch selber, hast du selber so ein bisschen ein Wissen dafür bekommen, oh, die werden ja so gehandelt, aber ich krieg den ja gar nicht für 60. Aber aktuell gibt es ja sehr viele für 70. Na? Mhm. Als Beispiel. So, dann denkst du, dann wirst du auch realistischer und siehst es, okay, ich muss nochmal 10 draufpacken, dass ich mir so ein Auto kaufen kann. Alles klar. Dann hast du einen gefunden, Ahmed, der ist es. Du schickst ihn mir zu. Die wollen 70.000 Euro haben. Jetzt rede ich mit dem Händler. Kaufst du direkt vom Händler, hast du die Gewährleistungsansprüche bei ihm oder Garantie etc. pp. Wie geht es das direkt mit ihm ab? Oder ich kaufe den und verkaufe ihn dann dir. Machen wir noch eine Finanzierung, eine Zahlungnahme, alles, was man so dazu gehört. Oder machst du halt mit dem Händler. Aber klar, zu meinem Vorteil, wenn ich die Finanzierung mitnehme und die Zahlungnahme. Als ja. Händler jetzt. Ist klar. So. Im besten Fall kriege ich das Ding so auf die 65, was der Händler aber nicht machen wird. So, der wird mir wahrscheinlich einen Nachlass geben von 1.000 bis 2.000 Euro. Wenn überhaupt. So. Jetzt sagst du, ist ja auch nicht jeder Kunde bereit, das zu bezahlen, was draufsteht. Du willst ja auch, ja, die erste Frage ist mal, ja, guck mal, ob du was im Preis machen kannst. Guck mal, ob du was im Preis machen kannst. Alles klar, kann ich nicht, oder kann ich? Am Ende die Relation, wenn ich dann da vor dir stehe und dir schwarz auf weiß zeige oder vorlege oder wir darüber kommunizieren, offen ehrlich, dass ich jetzt 2.000 Euro verdienen will. Manche sehen das nicht als berechtigt. Das ist genauso wie bei einer Kundenauftragsgeschichte, wenn ich am Ende sage, ey, für 200, 300 Euro kann ich das nicht mehr machen. Ja. Ne? Das konnte ich mal machen, aber mittlerweile geht es nicht. Weil von diesen 200, 300 Euro, klar, das ist viel Geld. Aber das Problem ist, unterm Strich bleibt davon nichts über. Wir zahlen mittlerweile Mobile über 1.200 Euro. Die haben die Preise jetzt nochmal angehoben. Als Beispiel so. Ne? Ja, ja. Und diese Relation, wenn dann, nicht falsch, aber ein Otto-Normalverbraucher seine 1.000 bis 2.000 Euro verdient und denkt sich, hey, warum will der an einem Auto schon 2.000 Euro verdienen? Ja, aber da kommt ja die ganze Steuer runter, die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, die Gewerbesteuer, die Umkosten. Also am Ende bleiben auch von 2.000 Euro nur 1.000 Euro, bis 800 bis 1.000 Euro. Und wenn man ich müsste es ja auch vorstrecken, diese 60.000 bis 70.000 Euro in der Regel, ne, wenn ich es vom Händler kaufe. Also die Relation, das Verständnis
ist oft nicht da, dass man sagt, ey, nur für die Vermittlung und Abholung will er jetzt 500 Euro verdienen. Safe, aber ich verstehe den Punkt immer noch nicht, weshalb er dann sagen kann, er will von dir Geld haben. Weil er mit diesen 500 Euro nicht klarkommt und aber auch nicht mehr bekommen wird von dem anderen. Dann sagt er zu dir, pass auf, wir müssen gar nicht so weit runtergehen mit dem Preis, weil ich kriege sowieso nur Summe X da. Mhm. Ne? Komm, ich mache das Ding jetzt für 7,2 zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich ist einfach nur ein gutes Beispiel bei dem Twingo. Für 7.190 statt 7.490 und ich wollte 7 haben. Ne? Er sagt, komm, wir machen 7.190. Der Kunde von ihm bezahlt das bei mir und er nimmt nochmal 200 Euro von mir. Schickt mir eine Rechnung, ich überweise ihm 200 Euro. Klar habe ich jetzt 10 Euro weniger bekommen, also hat er mich gedribbelt, aber wegen 10 Euro diskutiere ich da nicht rum. Über einen WhatsApp-Verlauf und Anrufe und E-Mails und Rechnung hin und her schicken und schreiben. Oder wie siehst du das? So hat er da nochmal 200 Euro verdient, die hätte er aber da nicht bekommen. Safe. Ist halt so. Das ist genauso der Punkt, wie du eben zu mir gesagt hast, oh Achmed, da ist ein Makler dazwischen. Der wird mit dem Preis, der wird keinen guten Preis für dich aushandeln. Weil der will ja, umso weniger verdient er. Mhm. Nein, der Punkt ist ja, ein Makler verdient ja nur mit einem Abschluss. Mhm. Ein Makler ist dazu da, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Nicht so hoch wie möglich anzusetzen und so viel wie möglich von einem potenziellen Käufer zu bekommen. Damit der Verkäufer so viel möglich kommt und meine Provision dadurch höher ausfällt. Das machen schlechte Makler. Mhm. Ne? Aber ein guter Makler guckt nach, schaut nach, recherchiert, macht vielleicht sogar noch ein Gutachten, was es wirklich wert ist. Was ist realistisch auf dem Markt zu kriegen? Angebot und Nachfrage. Und danach geht ein guter Makler und dann sucht er und muss eine Lösung für Käufer und Verkäufer finden. Preislich, dass die beiden zusammenkommen. Weil das macht einen guten Makler aus und unterm Strich hat er dann seinen Teil davon auch verdient. Safe. Weil so ein Maklervertrag läuft irgendwann aus. Ja. Bei Immobilien sind es, glaube ich, 3 Monate, der läuft irgendwann aus. Dann kann der Verkäufer wieder selber den Verkauf in die Hand nehmen. Ansonsten ist er halt an den Makler gebunden. Mhm. So. Und wenn der Makler diesen Zeitraum, das Haus, Auto, die Dienstleistung oder was wir jetzt da gerade gemacht haben, verkaufen tut, wenn er es nicht verkaufen kann, ist das schlecht. Was heißt schlecht? Kann natürlich auch keine Nachfrage geben, aber er ist bemüht danach, einen Abschluss zu finden, weil nur durch Abschluss verdient er. Ja. Das ist genauso wie bei uns im Autohandel. Ich kann auch nicht immer fest und mich umklammern um einen Preis. Ich muss irgendwann, wenn ich sehe, Nachfrage ist so, oder ein Angebot ist jetzt gerade da, ich muss gucken, ob ich das annehmen kann. Ich kann natürlich auch dankend ablehnen. Ich kann natürlich auch alles zusammen kalkulieren und überlegen, rechnen, machen und tun, wie damals bei dem Zweier, wo ich so einen enormen Verlust gemacht habe. Aber das war die beste Lösung zu dem Zeitpunkt, die ich machen konnte. Gut. Ja, jetzt checke ich auch, dass das dann mehr und mehr darauf abzielt, dass der Kunde von dem Makler dann nicht dem Makler so eine hohe Provision zahlen möchte und der sich das darum durch den genau, weil der Kunde, der Endverbraucher, sieht halt oft die Relation nicht. Ja. Oder kann halt nicht nachvollziehen, warum will jetzt dieser Vermittler 500 Euro von mir verdienen. Mhm. Ja, okay, 300 jetzt sollten doch reichen. Aber ich finde, dann müsste er vorher ankommen und sagen, guck mal, so blablabla, wenn wir den Kauf fix machen, verlange ich Provision so und so von dir. Hat er doch mit mir alles geklärt. Ach so, ja, nee, nein, es hat sich gerade so angehört, als ob das danach geklärt. Kam. Nein, das geht okay. Ja nicht. Ja, deshalb. Nein, das war alles besprochen. Wie gesagt, ich wollte 7.000 haben. Ja. Am Ende kriege ich jetzt 6.990, aber ist okay. Er hat mit dem die ganze Zeit hin und her gefeilscht, sind so dazu gekommen, dass der Käufer 7.190 an mich bezahlt, dann wird er ihm wahrscheinlich noch eine Rechnung schreiben von 200, 300 Euro und mir eine von 200 Euro. Mhm. Fertig. Nee, dann macht es ja auch wieder Sinn. Ja. Ja, okay. Haben wir das auch geklärt, super. Ja, also zusammenfassend haben wir heute einiges gelernt in Sachen BWL, Autohandel, YouTube-Szene, Verkäufe. Was du noch? Wolltest noch Oma Export anrufen. Oma Export, ja, den rufen wir jetzt wirklich an. Sein Businessmodell closed. Ich habe hab noch nie Kontakt zu dem gehabt, nur so über YouTube-Kommentare oder Instagram. Vielleicht haben wir jetzt mal einen coolen YouTuber, also cool zu uns, weil wir sind noch kleine Fische. Erst wenn wir größere Händler sind, dann werden wir für voll genommen. Größere Händler? Ne, YouTuber, ne? Glaub mir, Bro, wenn wir über 100.000 schon geknackt hätten oder 50.000, 60.000, dann weiß ich ganz genau. Gibt weniger, die mir aber dann trotzdem so schon gratuliert haben, mal so zum Autohaus. Hat sich auch mal gesagt, der Zalo hat mir einmal geschrieben und gratuliert. Ich glaube, früher habe ich ihn sogar kritisiert, Alter, bevor ich selber YouTube gemacht habe. Kann sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber trotzdem, das ist so eine Sache von Respekt, Charakter,
Ne? Wir rufen den mal an jetzt. Der hat auch knapp 1,6 Abonnenten. Versuchen wir ihn mal ein bisschen zu pushen. Hallo? Hallo? Ja. Mit wem spreche ich da? Oma. Oma Auto Export? Ja. Ja, haben Sie irgendwas im Angebot für uns? Mit wem spreche ich? Ich bin Kunde. Kunde? Ja, ich möchte ein Auto kaufen. Toyota Corolla am liebsten. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Was? Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Wie? Erzähl mal weiter. Was soll ich noch erzählen? Wie heißt du denn? Wie ich heiße? Ja. ABC Auto Export. Ja, dachte ich mir. Ahmad, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alhamdulillah, alles gut bei dir? Ja, Wallah, ich hab deine Stimme direkt erkannt. Ehrlich? Ja, ja. Krass. Ich hab gerade, wir drehen gerade ein YouTube-Video und ich habe 3 Autos verkauft in Export. Ja? Und ich habe gesagt, wir machen jetzt einmal Auto Export Konkurrenz. Ja, kein Problem, Bro. Nein, nein, alles gut. Wir wollten jetzt einfach mal anrufen, Hallo sagen und supporten. Ja, Habib, ich küsse deine Augen. Wallah, ihr habt mich gerade beim PlayStation erwischt. Ich spiele gerade FIFA. Echt? Ja, ja. Das ist gut. Wie läuft das? Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, dankeschön. Bei dir? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alles gut. Du kannst nochmal bestätigen, ich habe jetzt zum ersten Mal Kontakt zu dir aufgenommen. Ja, Habib, kein Problem. Ja? Ja, hättest du es nicht gemacht, hätte ich gemacht. Ja, das ist immer so, ne? Das ist einfach gesagt. Nein, alles gut. Nein, Wallah, Bruder, hab ich alles gut. Nee, ja, wir wollen einfach nochmal Hallo sagen. Wann, heute kam ein neues Video, ne? Bei dir kommt ja jeden Sonntag ein neues Video. Ja, genau. Und wie läuft sonst das Exportgeschäft? Ich hab's noch nicht geguckt, aber du meinst irgendwie, dir fehlen die Autos? Schwach, Bruder, schwach gerade. Ja? Ja, ja. Was ich aber. Sind die Autos zu dir gekommen? Hm? Jetzt musst du hingehen. So, weißt du, was ich meine? Jetzt ist ein bisschen schwerer geworden. Ja, aber weniger Autos. Wie lange machst du das Geschäft schon? Ich mache das jetzt seit 2017, 2018. Auch schon so lange? Ja, ja. Hätte ich ehrlich gesagt erstmal nicht gedacht. Ja, ja. Also du bist schon so ein bisschen alter Hase in dem Exportgeschäft, weil Export, ja, ja, ich, weil ja. Eigentlich ist Export in den letzten Jahren schwächer geworden. Ich habe halt gedacht, dass du so dich da neu einfuchst. Nein, nein, ich habe mit Export angefangen und durchgezogen. Ich bin kein Freund von Inland. Ja. Mach nur Export so aus dem Auge, aus dem Sinn, so weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, machst du, ich verstehe schon. Ja, ja. André, guck mal, wenn ich eine Werkstatt hätte, wäre das anders. Wenn eine Reklamation kommen würde, dann hätte ich gesagt, kein Problem, kommen Sie, mein Mitarbeiter macht das. Ja, Hamad, aber ich sag dir ehrlich, ist auch nicht einfach. Da musst du auch wieder einen vernünftigen Mechaniker haben. Der Mechaniker muss zuverlässig sein, der muss auch was auf dem Kasten haben. Der muss charakterlich stark sein, der muss auch das mitmachen. Weißt du, gibt es manchmal, oh nee, das fasse ich nicht an, oh nee, da gehe ich nicht dran, oh nee, das mache ich nicht. 100%. Das hast du auch alles. Ich habe viele Freunde, die machen Leasingläufer, die aus sind 2-3 Jahre alt. Ja. Und da denkst du, da gibt es keine Reklamation. Und die haben von 10 Autos, haben die 3-4 Reklamationen. Ja. Das Auto hat unter 100.000 Kilometer. Auto ist 2 Jahre alt, weißt du? Ja, umso mehr. Wenn die diese Probleme haben, was machen denn meine Autos, die 15, 20 Jahre alt sind, weißt du, ich meine? Oder ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das Problem ist, ja genau, aber das Problem ist, gerade bei diesen jüngeren Fahrzeugen sind die Probleme auch viel größer. Steuerketten, ja. Alles, was dazu gehört. Ja, ne? ja. Aber denkst du dir halt nicht, du denkst ja, ich kaufe ein neues Auto, fahre jetzt erstmal 5-6 Jahre ohne Probleme und dann bam. Mhm. Weißt du? Ist ja natürlich auch traurig für die Person, die das kauft, weißt du, darüber redet ja keiner. Ja, nee, du hast dir dein ganzes Geld gespart, 20.000, 15.000, 10.000. Ja, normal, oder Kredit aufgenommen, viele nehmen ja auch Kredit auf, ne? Ja, und dann willst du eigentlich ein sauberes Auto, dass du keine Probleme hast und dann morgen passiert was. Deswegen eigentlich, die Gewährleistung ist ja auch für den Käufer auch... Ja, klar, aber im Grunde genommen, die größte Kacke an dieser ganzen Geschichte ist einfach, normalerweise muss der Hersteller locker 5 Jahre haften. Oder sollte der Hersteller vom Gesetz aus 5 Jahre haften und dann wäre alles gut. Weil die verdienen ja auch das meiste Geld. So. Richtig, und die Probleme beginnen immer erst, komischerweise, wenn die und die Zeit umgegangen sind. Ja, genau, 100%. Ne? Also ich hatte damals eine A7, genau nach 5 Jahren macht der Kettenspanner C Geräusch, das Auto hatte unter 50.000 gelaufen. Ja, Audi hat nicht 1 Cent Kulanz gewährt. Ja, ja, guck mal. Na, das ist halt ganz, ist halt alles so, ne? Ist halt alles gebaut, dass es nach bestimmter Zeit wieder kaputt geht. Ja, genau, ja, ja. Und damit müssen wir uns dann rumärgern. Aber gut,
So ist das Geschäft. Ich hoffe, es gibt wieder bessere Zeiten. Ich hoffe, dass du an Autos rankommst. Aber ich denke, das wird schon immer ein bisschen Geduld mit sich bringen. Ich habe das auch manchmal das Gefühl, wo ich denke, boah, keine Autos, keine Autos, keine Autos. Dann mache ich überhastet einen Fehlkauf. Mal, wenn du mein Video siehst, ich habe die ganze Woche nichts verkauft, nichts eingekauft. Und bam, dann bin ich nach Hause gegangen, habe Feierabend gemacht. Um 14 Uhr rufen mich zwei verschiedene Kunden an und beide haben gekauft. Weißt ja. du, ich meine, ja, ne, man, irgendwie, Bruder, Universum, Gott, irgendwas, ja, ne, jeder, weißt du, ich meine, sowieso, man überlebt immer irgendwie. Sowieso. Das Ding ist auch, ich mache dann auch manchmal, habe dann eine Zeit auch so überhastete Käufe gemacht, wo es auch vielleicht ein Fehlkauf war, ne? Ja. Weil ich dachte, ja, boah, der Platz ist leer, ich muss das jetzt kaufen. Habe ich jetzt gerade auch wieder gehabt. Also ich habe Auto-Fehlkauf, aus diesem Grund. Ja, und dann ein paar Tage später kommt auf einmal das Auto. Dann denke ich so, Alter, warum habe ich das gekauft? Ja, man muss geduldig sein. Es ist auch nicht so, wie immer alle sagen, es gibt keine Autos mehr, Nur ein bisschen Geduld manchmal und dann kommt schon was. Ja, auf jeden Fall. Ja, also die neuen Autos gibt es genug, weißt du, ich meine, aber jetzt so diese, guck mal, ich sag dir auch ehrlich, Afrika ist tot. Mit Afrika, ja, ne, wenn, sagen wir mal, wenn du nichts Europa verkauft hast, hast du immer Afrika verkauft. Dann hat sich das immer so ausgeglichen. Aber Afrika-Geschäft ist tote Hose, da gibt es Probleme, die Nachrichten reden nicht darüber. Bürgerkrieg und bla bla bla, weißt du, ich meine, und die Währung dort und alles. Ja, musst du gucken, musst vielleicht auch ein bisschen umschwenken, musst du vielleicht auch. Ein paar saubere kleine Autos kaufen. So fast abgeschlossen. Aber jetzt halt so Osteuropa-Export, so mal schauen. Aber die wollen auch neue Modelle, weißt du, wie ich meine? Deswegen sage ich ja, muss ein bisschen umschwenken, muss vielleicht auch ein bisschen kleinere, saubere Autos holen und dann hier verkaufen und fertig. Ja, das wäre auch eine Alternative. Gut, Amor, ich wünsche dir alles Gute. Habibi, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Und abonniert. Nummer ein, dann melden wir uns. Und abonniert Amor Auto Export. Der macht auch YouTube, der ist noch richtig Straße, was das Thema angeht. Ne? Echt und real. Ich habe gerade gesagt, die meisten, die Schauspieler nur rum vor der Kamera, die verstellen sich. Ja, gibt's, ja, weißt du, ich meine. Aber ich hoffe, die Zuschauer, die sehen dann, wer echt und wer fake ist, weißt du, ich meine. Ja, aber schwierig, dass sie es sehen, sage ich ehrlich. Ja. Man merkt es, wenn du so bei anderen die Kommentare liest und siehst, da merkst du das schon. Das ist sehr schwierig. Ja. Aber wir können ja euch mal fragen, checkt ihr, ein bisschen falsch ausgedrückt. Sieht man das, wer echt und wer nicht echt ist? An dieser Stelle die erste Frage in diesem ganzen Video. Amor, wir ziehen das gerade ein bisschen in die Länge. Wir sind, glaube ich, schon 30 Minuten, ne? 40. Hau rein, Bro. Bis dann. Ciao. Bye-bye. Wo war es, 40 Minuten? Es war 42 Minuten. 27. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt Feierabend, würde ich sagen. Ja. Hat Spaß gemacht, die Hofrunde. Haben viel erzählt. Schöne Grüße nochmal an Amor Export. Entschuldigung, dass ich so plötzlich aufgelegen musste, weil Erik hat gesagt, wir sind seit über 40 Minuten dabei. Und Cut, Ende, bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann.